Der ist der stärkste von ihnen. Heißt, der wird natürlich auch als erster getötet. Aus dem Weg geräumt. Wie er auch so blöd ist und hinter den Tisch geht, ja. So ziemlich das Dümmste, was er hätte machen können. Oh Gott. Nicht jetzt! Ich muss mich an die Steuerung des Wolfes ziemlich gewöhnen, aber ich denke, sobald man es drin hat, hat man es drin. Beziehungsweise sobald man es drin hat, wird es ziemlich cool. Nur passt es doch nicht so sehr zu meinem Charakter, weil man noch nicht mal schleichen kann. Aber für so ein paar verzweifelte Kämpfe ist es immer cool. So, jetzt. Stirb, silberne Hand! Sei silberner Fuß! Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe... Tschüssikowski! Nein! La, 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 la. Wieso bin ich jetzt... Oh! Wieso bin ich nicht mehr Wolfilein? Egal. Wir ziehen eine Rüstung an. Ja, ist jetzt wahrscheinlich das Sinnvollste, was wir tun können. Das. Und sie haben es natürlich mal wieder so, dass... nach der Verwandlung die ganze Rüstung ausgezogen ist. Das mag ich nicht so. Es, man, natürlich macht es Sinn, aber es ist so viel mehr Aufwand dann, dass man irgendwie kaum noch Bock hat, sich überhaupt zum Werwolf zu machen. Naja. Haben diese Handschuhe da wirklich... Ja, die machen 20% mehr Bogenschaden. Ich kann euch nicht besiegen. Da hast du, naja, recht. War der Pfeil da gerade von Aela? Wo ist Aela? Das hier sieht so krank aus, ja? Richtig gewalttätig. Nee, Quatsch, ihr wisst, wie ich das meine. Mit der Hälfte der Leute befinde ich mich weiterhin im Kampf und... Das wird auch nicht aufhören, bevor ich die alle los bin. Oh, wilder Leerwolf. Werwolf. Verdammt, wo seid ihr hin? Gute Frage, ja? Wo bin ich hin? Du willst die Antwort hören? Du willst sie gar nicht hören. Tschüss! Oh Gott, Aela. Sie kann sterben? Also ich gehe mal davon aus, dass sie sterben kann. Sie ist ja kein wirklicher Hauptcharakter. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wird er mich töten oder nicht? Er ist tot. Ah! Es wird mal wie ein Sniper-Duell, aber diesmal sogar 1 gegen 2 auf einmal. Heißt, hier werde ich beweisen müssen, was ich wirklich drauf habe im Snipern. Jetzt sind es 3. 3. Ja. 3 Sniper. Das ist unglaublich. Aber ich habe ja Aela an meiner Seite. Weg. Sterb, boah. Alter! In die Ei, also da, ne? Zwischen die Beine. Und ich fand's auch gerade lustig, wie er seine Beine gelegt hatte. Wenn man das gesehen hat. Ich kann die Bestienform irgendwie nicht mehr. Was bedeutet das? Einmal am Tag. Ah. Drachenhaut ist immer gut. Das ist nur gegen Magieschaden wahrscheinlich, oder? Ja. Eichenhaut ist immer gut. So, jetzt am besten noch wieder Waffen auspacken. Hatte ich noch nicht ausgepackt, deshalb. Und der Spaß kann beginnen. Oh Gott, das Leben. Das Leben. Leben. Wo habe ich Leben? Bei den Zaubertränken, genau.
Oder Heilung. Kleine Heilung. Danke. Pova! Mit Kraft und Pova werde ich euch besiegen. Weg mit dir. Stirb. Hör auf zu blocken. Blocken ist gemein. Ist sowieso ein Dunkelelf. Da macht es wenig Sinn, überhaupt mit dieser Waffe zu greifen. Aber hier. Komm schon. Komm schon. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht so ganz. Ein bisschen, aber nicht so ganz. Weg mit dir. Du nervst. Hör auf zu existieren, danke, du nervst. Ist das alles, was ihr könnt? Den habe ich nicht gesehen. Wir machen es auf die konventionelle Methode. Oh, wenn jetzt nicht der... Eiler? Ach so, ich dachte, sie wäre tot. Sehen, was ihr drauf habt. Scheiße. Niemand von denen sieht mich. Eigentlich müsste ich gleich... Verdammt. Scheiße. Verdammt ist ein gutes Wort. Ich scheine echt verdammt zu sein. So geht das. Weg mit dir. Feind 1 besiegt. Feind 2 da hinten. Man muss diese Bogenschützen eigentlich einfach nur voneinander trennen. Oh, verdammt. Scheiße. Ja, gleich bin ich das wirklich, weil ich dann tot bin. Kann ich die Waffen auswählen? Danke. Zaubertranks. Tja. Ich hatte noch einen Heiltrank und starke Heilung. Okay, wir haben volles Leben. Wir haben praktisch alles wie auf Null gesetzt. Und wir gehen jetzt mit den Schreien an sie ran. Unter anderem mit diesem hier. Und dann sollte sowieso alles vorbei sein. Hörst du, es ist vorbei. Hör auf. Hör auf zu kämpfen. Kannst aufhören. Ist vorbei. Das war's schon? Du solltest eigentlich gar nicht zum Schlagen kommen. So schnell ich zuschlage. So, der andere Bogen... Scheiße. Alter! Was haben die denn für eine Durchschlagskraft? Vor allem, was ich jetzt so ein bisschen Skyrim vermisse und dafür werden mich Leute totschlagen, was ich an dieser Stelle vermisst habe, ist ein Deckungssystem. Was im Prinzip ja nicht schlecht wäre. So, als... Für das Schleichen im Third-Person-Modus ja ebenfalls ziemlich cool. Aber damit wird's wohl nichts und... Scheiße. Oh, wie stark sind diese Leute? Wir sind verloren. Ja, sag ich. Manche glauben, dass Werwölfe über die Arklosen, über die Markolosen herfallen. Holt euch nun Marco, sonst habt ihr ein Problem mit Werwölfen. Solange ihr noch könnt. Ja, sag ich doch. Alter, was muss ich denn da... Was denn? So, Leute. Jetzt hole ich meinen Verzweiflungsschrei. Anders kann man ihn nicht mehr bezweifeln. Beschreiben. Weg mit dir. So, das war's. Ja. Tschüss. Das ist der letzte, der übrig bleibt. Und auch für den habe ich gleich ein besonderes Geschenk. Ein Geschenk wirklich ganz besonderer Natur. Nun ja, denn, eine Frage stellt sich natürlich bei so einem Kampf. Warum hinlaufen? Warum eigentlich hinlaufen? Wenn man auch einfach da sein kann. Und weg. Nein, nein, nein. Scheiße. Och.
Dieser Typ ist overpowered, ja? Der cheatet. Der hat sowas von an. Man sagt, dass er in persönlichen Kontakt warten muss, um der Dunkelbrüscher beitreten zu können. Ja, nee, die macht Bewerbergespräche. Alter? Natürlich. Der. Man kann es nicht anders sagen, auch wenn es lächerlich ist, aber das ist der stärkste Gegner, gegen den ich bis jetzt gekämpft habe. Stärker als jeder Drache. Und es ist ein random silberner Handtyp. Aber ich habe da so eine Idee. Komm schon. Komm schon. Ja, stimmt. Austricksen kann man ihn auch nicht. Was war das? Es reicht doch. Es reicht doch langsam echt. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Penner. Hier, bitte. Kommt schon. Mal sehen, was ihr drauf macht. Das war's. Tschüss. Ja, jetzt machst du noch ein... Wenn er mich einmal trifft, bin ich halt tot. So. Ende. Verdammt. So aufregend, ja. Aufregend im Sinne von wütend machend. Wozu die Eile? Ja, ich dachte, wir hätten es eilig. Naja, eins ist klar, wir suchen immer noch Skjord, der hier irgendwie verloren ist und eigentlich habe ich auf Quest hier gar keine Lust. Die steht sogar ein bisschen dem entgegen, was ich hier eigentlich tun wollte. Ich dachte, man geht dahin, holt die Werwolfform und geht dann wieder. Aber naja. Hätte sein können, dass man die kauft. Kommt schon, wäre möglich gewesen. Ernsthaft. Nein. Holztür-Adept. Ja. Das ist cool. Kräftige Heilung. Danke. Es ist genau das, was ich suche. Denn meine letzten Heiltränke sind ja gerade eben leer gegangen. Oh. Das Gold muss man nicht da liegen lassen. Muss man nicht unbedingt. Wir sind fast da. Vorsicht, Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Der wird gleich äußerst zusammengeschlagen. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Nee, sie zieht Haut ab. Da hinten, sieht man doch. Warte. Kann ich sie erledigen, ohne dass ich auffalle? Der Typ ist im Weg. Sie kann wahrscheinlich auch durch dieses Netz durchgucken. Also ist auch der geblockt. Sind praktisch alle geblockt. Alte Nordpfeile, warum? Warum kämpfe ich da mit alten Nordpfeilen? Wenn ich doch orkische Pfeile habe und danach Stahlpfeile. Alter. Ist da jemand? Scheiße. Och Mann! Man trifft nichts! Der muss auf jeden Fall sterben, ja? Das ist sowas von klar. Ich würde sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seid ihr zum Sterben bereit? Ich hab nicht ganz. Gar nichts. Scheiße. Ich komme auch nicht hoch, oder? Oh, ich habe ein Problem. Okay. Der darf ich jetzt... Oh! Was war denn das? Cooles Standbild gerade übrigens. Sie nennen sie die Hautabzieherin. Ja, ich weiß jetzt auch warum. So, nehm eine Waffe.
Nimm die verdammten Elfendolche. Das ist eigentlich ist es halt das Beste, was ich kann. Das ist auch das Einzige, was ich kann. Was? Hier drüben! Ist da jemand? Ja! Okay, da muss ich dich wohl Angesicht zu Angesicht töten. Machst du bitte den Drachenschrei, wenn ich auf Drachenschrei drücke? Okay, er macht keinen Drachenschrei. Obwohl kein Cooldown am Laufen war. Oh, Junge. Komm schon. Was? Habt ihr etwas gehört? Jetzt greift er nicht an. Jetzt greift er nicht an. Obwohl ich... Oh. Was soll... Irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Und ich glaube, ich werde nur erkannt, weil ich so schnell bin. Was war das? Was war das? Der... Wieso mache ich jetzt plötzlich keinen 15-fachen Schaden mehr? Kann mir das jemand erklären? Ich meine, es war immer so, jetzt ist es plötzlich nicht mehr so. Ja. Problem ist, diese Kräfte hat es richtig drauf. Das muss man sagen. Das scheint eine richtig gute Kämpferin zu sein. Und das Spiel geht auch davon aus, dass wir Kämpfer sind. Aber wir sind keine Kämpfer und haben dadurch einen richtigen Nachteil. Ich werd stinksauer, ja. Andere Reihenfolge. Wo sind denn überhaupt was diese... War das? Was war nichts. Ist da jemand? Was soll denn hier sein? Lassen wir die Spielchen. Ja. Okay, abgelenkt. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Ja, natürlich! Ja, drei auf einmal. Leute, dieser Kampf ist nicht wirklich möglich. In vielen Wasser auf dem Himmelsrand ist der Schlachterfisch zu Hause. Wollte ich jetzt nur kurz erwähnen. Aber darum geht's nicht. Was? Was? Ist da jemand? I sense a disturbance in the law.